willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 Frankreich Projekt. Heute machen wir da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir werden heute weiter Heuballen ins Lager bringen. Eigentlich wollte ich das alles schon fertig machen. Dann habe ich damit angefangen und dann dachte ich mir, nee, alles klar, das ist Quatsch, das machen wir schön zusammen im Zeitraffer, denn ich glaube, das ist ganz satisfying anzuschauen, wenn man so sieht, wie ein Heuball nach dem anderen hier das Feld oder die Wiese verlässt und eben ins Lager gebracht wird. Deswegen machen wir das und stapeln hier so langsam alle Heuballen auf und werden die dann eben einlagern. Ich habe mir natürlich auch wieder eure Kommentare durchgelesen und es war so, wie ich es mir gedacht habe, aber ich habe jetzt die offizielle Bestätigung von euch erhalten. Ich habe mich ja gefragt, warum man Heu nicht mehr so spät im Jahr macht und schon gar nicht mehr im November. Ich hatte ein paar Hypothesen, ne, aber ich war mir nicht so ganz sicher. Und ihr habt aber gesagt, es liegt daran, dass es einfach zu kalt ist, zu feucht ist und die nicht mehr trocken werden. Und ja, es gab noch ein paar andere Punkte, die dafür sprachen, das eben nicht zu machen. Deswegen geht es in der Realität nicht, aber wir brauchen das Heu und deswegen haben wir es ja hier auf unserem Frankreich-Projekt gemacht. Was man aber noch machen kann und was wir auch gemacht haben, sind Silageballen. Die sind in der Mache, der Fendt ist unterwegs, aber ich habe das Gefühl, das werden richtig viele. Und wir brauchen ja, wenn man ehrlich ist, brauchen wir ganz genau gar keinen davon. Wir werden die dann natürlich später verkaufen, ne? Aber unsere Silos sind noch voll. Und damit kommen wir auch noch gut hin. Also damit werden wir, glaube ich, noch ein ganzes Jahr hinkommen. Und bis dieses Jahr rum ist, können wir schon wieder zwei Schnitte machen oder so. Also die brauchen wir alle nicht. Deswegen werden wir die später verkaufen. Werden die also hier erstmal einlagern auf dem Hof und dann später ja, im Viehhandel oder wo man das hier verkaufen kann, eben verkaufen. Für einen schmalen Taler. Und hoffentlich macht uns das nochmal ein bisschen vermögend. Ich bin gespannt. Ich habe euch in der letzten Folge, glaube ich, auch davon erzählt, dass wir Anfang dieser Woche etwas gedreht haben. Und Leute, ich kann euch noch nicht sagen, was das war, aber das war ein Nervenkasper sondergleichen. Ich kann sowas nicht mehr. Ich kann sowas nicht mehr. Es gab so viele Fragen, die damit verbunden waren, ob das alles klappt. Und dann haben wir ein Video gedreht, ohne dass wir wussten, ob das jemals erscheinen wird. Weil wir nicht wussten, ob das, was wir da machen, funktionieren wird. Ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es sieht aktuell so aus und da muss man sagen, das hat wirklich viel mehr mit Glück als mit Verstand zu tun. Das sieht tatsächlich so aus, als ob das alles funktioniert und wenn das funktioniert, dann könnt ihr euch ab Ende Oktober auf eine sehr spannende Folge freuen. Und, das kann ich an dieser Stelle auch schon sagen, auch die Trekkertour ist schon im Schnitt. Die erste Folge habe ich mir schon angeschaut, ist noch nicht ganz fertig, aber sie ist im Schnitt. Und damit geht es auch voran und Ende Oktober wird es dann da eben auch ein Video geben. Und dann habe ich ja noch den LKW-Führerschein gemacht. Da wird es dann Anfang November Videos zu geben. Also da könnt ihr euch wirklich so, jetzt beginnt die Saison auf dem Kanal. Für Landwirte ist der Sommer die Saison. Für mich beginnt jetzt die Saison. Das wird, glaube ich, richtig cool. Gut, aber jetzt habe ich genug gelabert. Ich würde sagen, ich bringe den ganzen Kram mal schnell rein und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Arbeit erledigt ist.
So, die Ballen sind in die Halle gebracht worden. Den Drescher habe ich eben auch schon abgetankt. Der dürfte mittlerweile auch fertig sein mit seiner Arbeit. Werden wir uns gleich anschauen. Und ich war eben noch ein bisschen mit dem Fendt unterwegs. Kursplay tut sich da immer ein bisschen schwer, wenn so viele Ballen auf dem Feld liegen mit den Wendemanövern und so. Deswegen musste ich da schnell nochmal selbst Hand anlegen. Aber jetzt schauen wir uns mal schnell an, was insgesamt entstanden ist. Und ihr seht, das kann sich sehen lassen. Letztes Mal waren exakt Zero-Ballen hier drin. Die drei, die da drin waren, habe ich ja dann rausgeholt, ne? Und jetzt sind doch einige Ballen hier drin. Das ist also durchaus akzeptabel, denke ich. Und dementsprechend können wir das hier, glaube ich, jetzt guten Gewissens verlassen. Sind erstmal für den Winter bestens ausgestattet. Jetzt gehen wir einmal weiter und gucken uns mal schnell die Ernte an. Denn auch da dürfte es weitergegangen sein. Yo, der Drescher hat sich schon selbst abgetankt, hat sich komplett zugeklappt. Das heißt, wir können jetzt hier einfach die letzte Ladung wegbringen. Und dann schauen wir mal, wie viel an Soja insgesamt rumgekommen ist. Ich weiß nicht, ob wir vorher schon ein bisschen Soja im Silo hatten. Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeschaut vorher. Ich glaube allerdings nicht. Ich glaube, das, was wir hatten, habe ich irgendwo mal verfüttert an die Schweine. Hier vorne natürlich unsere schicke Kälterei. Aber da gibt es noch keine neuen Paletten. Den Drescher hole ich dann später ab und werde ihn hier wieder auseinanderbauen und dann ordentlich reinigen, denn der ist für dieses Ingame-Jahr fertig. Der hat keinen Einsatz mehr. Und das heißt, wir können ihn dann schön einwintern. Aber das machen wir heute nicht mehr in der Folge. Und dann schauen wir uns gleich nochmal schnell das andere Feld an, die andere Wiese an. Und dann wartet auf uns am Ende dieser Folge noch eine besondere Aufgabe. Wo ihr mich zu Recht in den Kommentaren darauf hingewiesen habt, dass diese Aufgabe noch erledigt werden muss. Und da dachte ich mir, komm, wollen wir nicht rumgeizen, das machen wir. Aber auch dazu gleich natürlich mehr. So. Dann fahren wir hier einmal schnell links. Hier vorne rechts sehen wir noch unseren Steinhaufen. Das ist noch so eine Aufgabe für den Winter, den da weg zu transportieren. Und hier links sehen wir all unsere Grassilageballen und das ist schon gewaltig, ne? Also ich meine, das sind jetzt nicht die größten Ballen, die man herstellen kann, ne? Deswegen sind die natürlich ein bisschen zahlreicher vertreten, aber das ist schon ordentlich was, was jetzt hier entstanden ist. Also ich glaube, das sind einige Tausend, einige Zehntausend, vielleicht sogar einige Hunderttausend Euro, die da liegen. 100.000 Euro würde ich zwar auf dieser Wiese nicht sagen, aber zusammen mit der anderen Wiese könnte das vielleicht sogar hinkommen. Ist der... Ah ja, der ist noch unterwegs, der Fan. Der ist da vorne am Horizont. Mittlerweile ist es auch schon relativ dunkel geworden, obwohl wir erst 16 Uhr haben, aber es ist ja Winter, beziehungsweise wir steuern auf den Winter zu. Und da wird das ja bekanntlich alles ein bisschen früher dunkel. Ist ja auch in der Realität aktuell so, ne? Ich weiß ja nicht. Also meine Lieblingsjahreszeit ist immer noch der Frühling. Ich sag's immer wieder, mit dem Herbst kann ich nicht so viel anfangen. Jetzt aktuell ist er noch schön. Aber das dürfte sich jetzt bald ändern und dann wird das kalt und nass und ungemütlich. Und irgendwie, auch wenn die Leute immer sagen, goldener Herbst und so, irgendwie ist das nicht so meine Jahreszeit. Winter ist mir zu kalt, Sommer ist mir zu warm, aber Frühling ist genau perfekt. Da geht dann auch alles immer auf und da wird alles schön grün und so. Ach, herrlich, herrlich. So, dann laden wir einmal schnell mit unserem Schubboden ab. Und parallel, wobei nee, wir warten mal schnell die 2 Minuten. Vermutlich sind es nur ein paar Sekunden und dann gucken wir mal schnell, was im Silo drin ist. Dann ja auch gleich mal Licht anmachen. So, abgeladen. Dann guck mal, 83.552 Liter. Das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Da kann man nicht klagen. Gut, das Feld muss natürlich auch noch vorbereitet werden, aber auch das machen wir heute nicht mehr in der Folge, sondern wir... schauen noch mal schnell beim Fendt vorbei. Könnt den, glaube ich, hier erstmal stehen lassen. Können wir auch später dann einräumen. Wir schauen noch mal schnell beim Fendt vorbei. Der ist noch auf der ersten Bahn hier. Aber hier geht es jetzt auch los. Boah, ich bin mal echt gespannt, was das gibt an Cash. Wo sieht man denn hier Silage? Hier. Da gibt es ja, glaube ich, im Januar immer den besten Preis. Yo. Im November sieht es zwar auch schon ganz gut aus, aber im Januar ist es dann doch nochmal deutlich besser. Ich würde sagen, wir warten bis Januar und dann werden wir es verkaufen bei dem, der dann am besten zahlt. Und dann wird er, glaube ich, richtig ordentlich abgecashed. Ich meine, das sieht zwar nicht viel aus, aber das ist viel. Das ist sehr viel, was damit verdient werden kann. Die müssen ja sowieso erstmal gären
Und wenn sie dann fertig sind, dann dürften sie ordentlich Geld einbringen. So, aber ihr habt mich unter der vorletzten Folge, glaube ich, darauf hingewiesen, dass eine Sache ja schon lange nicht mehr gemacht wurde. Und da habt ihr natürlich auch recht. Wir haben schon lange nicht mehr unseren Rasen gemäht. Und bei allem Stress, den wir hier haben, wobei ja jetzt die ganzen Arbeiten abgeschlossen sind, pünktlich zum Sonnenuntergang, bei allem Stress, den wir haben, müssen wir das natürlich auch noch machen. Dürfen das nicht aus dem Auge verlieren. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich mein Moped hier abgestellt habe. Hier vorne. Hier steht es. Ich habe uns einen Rasenmäher gekauft. Und zwar einen Husqvarna. Und den, ich hoffe, man spricht das so aus, werden wir einmal schnell starten. Ihr seht, ich habe auch schon eine kleine Testrunde gedreht. Dann müssen wir hier den Gang einlegen und dann geht das los, ne? Dann müssen wir hier mal schnell alles abladen. Wo lade ich denn am besten mal den ganzen Kaffis ab? Sodass wir den später vielleicht noch verwerten können. Ich lade den, glaube ich, mal hier auf den Stein ab. Dann holen wir das später einfach weg. Dann können wir einmal schnell alles ausleeren. Ah, hier können wir nicht abladen. Okay. Wieso nicht? Ah, doch. Geht doch. Hoi, hoi, hoi. War ordentlich was. Das ist aber sehr ordentlich, was da rauskommt. Ja gut, dann laden wir es mal hier ab und dann werden wir es später irgendwie verfüttern oder Silage draus machen. Also muss ich mir mal überlegen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal hier alles schön und werden dafür sorgen, dass unser Hof mal wieder, ja, sich sehen lassen kann. So, dann würde ich sagen, geht das los. Und dann werden wir hier ordentlich was wegmähen hier. Haben auch Licht sogar. Das ist doch super, oder? Haben wir mal hoch den Lachs hier und dann können wir schön weitermachen. Ah, ich lieb's. Das könnte ich den ganzen Tag hier machen im Landwirtschaftssimulator. Gibt's noch relativ neu im Mod-Hub hier, den Husqvarna. Und ich finde ihn richtig schick. Also mich hat das gewundert, dass er rauskam. Es gibt auch noch einen John Deere, der ist auch sehr schick. Aber ich liebe diese Aufsitzrasenmäher. Also wenn ich irgendwann mal einen Garten haben sollte, dann werde ich mir auf jeden Fall auch so ein Ding kaufen. Egal wie groß der Garten ist, egal ob ich es brauche, ich will nur mit so einem Ding. Gern auch Elektro-Rasenmähen. Übrigens, da kann ich euch schon mal sagen, in der letzten Trecker-Tour-Folge kommt auch ein Rasenmäher zum Einsatz. Und da ist ein ganz massiver Storno passiert. Das wird sehr lustig, das wird euch gefallen. Das wird, glaube ich, ja, schauen wir mal, wie da die Kommentare sind. Aber das war auch ein sehr skurriler Auftritt. Ach, ich würde euch am liebsten schon alles erzählen, was ich so erlebt habe, auch in den letzten Tagen und so. Ich könnte wirklich Bücher schreiben über das, was ich im September erlebt habe. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel erlebt, so viel Lustiges, so viel, ja, man muss es so sagen, Beschissenes und so viel gelernt und so viel gemacht. So viel Neues vor allen Dingen gemacht, wie im September. Ich bin froh, dass er jetzt vorbei ist. Aber es wird, glaube ich, sehr gut. Ist alles dabei. Ich glaube, das wird wird euch freuen. Ihr werdet mindestens genauso viel Spaß dran haben wie ich. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen was. Und dann dürfte er gleich auch schon wieder voll sein, ne? Aber einmal machen wir ihn komplett voll. Und dann können die Nachbarn hier immer wieder aufhören zu gucken. Ich habe eben den Stream vom Twitch Farming gesehen und der war mit seinem 24-Stunden-Stream da unterwegs und der war da am Drillen abends, aber ich glaube es war erst 8 oder halb 9 oder so und dann hat ihm wohl, ich habe es selbst nicht gesehen, ne, aber er hat es gesagt, ich glaube es ihm mal, hat ihm wohl ein Nachbar da einen Mittelfinger gezeigt. War nicht so gut. Das ist eine freundliche Nachbarschaft. Ich meine, wenn man am Feld wohnt, dann kann man ja eigentlich drauf kommen, dass da hin und wieder auch mal ein Drescher fährt oder ein Trecker fährt oder so. Aber der fand es offensichtlich nicht gut. Naja, so ist es, ne? Habe ich aber auf der ganzen Tour nicht erlebt. Also ich hatte kein einziges Mal eine unangenehme Begegnung in diese Richtung. So. Immer. Das läuft. Hier könnte ich allerdings nochmal so eine Motorsense gebrauchen. So. Ist wieder voll. Dann würde ich sagen, wird wieder abgekippt. Zack. Na.
Das ist aber wirklich sehr mächtig, das, was da rauskommt. Aber es lohnt sich. Ihr seht, das ist nicht nur Quatsch, den wir hier machen, sondern es lohnt sich. Das können wir schön später in die Göwald tun oder so. Können wir nochmal ein paar Ballen draus pressen. Irgendwas mache ich damit. Ich weiß noch nicht was, oder wir können es auch den Kühen füttern. Irgendwas mache ich damit. So, und dann machen wir hier vorne nochmal ein bisschen was und dann haben wir es auch geschafft. Zumindest hier hinten. Ein bisschen verwinkelt hier alles. Ah. Es gibt auch noch Real Mower, glaube ich, ne? Aber es gibt ja sogar den Lawn Mowing Simulator, wo man einfach nur Rasen mähen kann. Der war, glaube ich, auch recht erfolgreich. Skurrilerweise. Aber da hinten ist nicht an, der das aufsammelt. So, jetzt sammeln wir hier auch auf. Damit der ganze Grünschnitt direkt in den Tank kommt. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich mache das alles nochmal hübsch vom Winter hier. Und dann haben wir es, glaube ich, auch geschafft. Die Ernte ist also durch. Die Sojaernte ist abgeschlossen. Das Heumachen ist auch eigentlich abgeschlossen. Und ja, gut. Das Silageballen pressen und wickeln, das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Aber wird jetzt bald auch abgeschlossen sein. Und da gibt es jetzt über den Winter den großen Geldsegen. Ich würde sagen, ich werde die ganzen Maschinen wieder einquartieren, werde die alle sauber machen, werde die schön hier wieder auf den Hof bringen, werde den Hof bis zur nächsten Folge mal ein bisschen aufräumen. Und dann sehen wir, was wir von großen Geldsegen oder vielleicht auch nicht so großen Geldsegen bis zur nächsten Folge bekommen haben. Werde natürlich auch die Tiere weiter füttern und das übliche Programm machen und hier die Eier verkaufen und so. Da dürfte schon ein bisschen was über die Monate zusammenkommen. Aber wie viel da zusammenkommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Und ihr könnt gerne mal mitraten, wie viel da insgesamt bei rumkommen wird. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich würde fast sagen, dass wir 300.000 Euro dann im Januar auf dem Konto haben werden. Also ich werde keine großen Sachen anschaffen. Kann mal sein, dass ich irgendwie einen kleinen Anhänger kaufe oder sowas, aber viel mehr wird es nicht sein. Aber ich denke, dass ich 300.000, vielleicht sogar 400.000 auf dem Konto haben werde. Und davon können wir dann vielleicht nochmal so ein bisschen unsere Schulden zurückzahlen. Natürlich nicht komplett, ne? Ist ja klar. Das ist ein bisschen viel. Aber ein bisschen was können wir dann zurückzahlen. Und vielleicht kaufen wir uns dann nochmal was Neues. Und ich werde bis dahin auf jeden Fall auch in Erfahrung gebracht haben, wann die nächste Hofbergmann-Version rauskommt, die wir uns ja noch anschauen wollen. Das war es allerdings erstmal für heute. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, geht wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Link zum Rasenmäher natürlich in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssikowski.